What? Du heil ihn mal. Und ich versuche den Berat-Priester zu verwunden. Yes. Und du, wir brauchen Unterstützung. Ah, die Hohepriesterin war unsichtbar. So, jetzt bleibt doch der Berat-Priester hier. Der Akolyt. Kann ich noch mal 3 beschwören? Nee, ich mach lieber Schadens... ich verbinde lieber die Schadensreduktion, genau. Auf den da. So. Okay. Nicht ideal, aber wir haben es geschafft. Und wir haben viel zu viel Zeug, weil die immer alles droppen, was sie auch mit sich tragen. So, etwas zu essen. Hey. Eigentlich könntest du ja mal das hier essen. Wenn wir schon was gekocht haben. Wie bitte? Zur Burgküche, zum oberen Festungswall. Sag bloß, ich habe dir jetzt aus Versehen getötet. Wenn ich den getötet habe, dann... Gah! Das werden wir gleich herausfinden. Wenn wir ihr sagen können, dass wir ihn getötet haben, dann fühle ich mich nicht so happy. Aber ich habe ihn nirgendwo dabei gesehen. Könnte etwas Ruhe gebrauchen und du suchst und die suchst ausgerechnet hier. Außerdem ist dein Blick grinsend über das Labor schweifen. Nun gut, ich kann wohl nicht von dir erwarten, dass du dein gebrechlichen alten Band besiegst, wenn du nicht voll Besitzer der Kräfte bist. Dann ruhe ich mal aus. Ich werde Sorge daran tragen, dass an dir noch alles dran ist, wenn du aufwachst. Nein, ich möchte hier nicht so lange rasten. Aber ich habe echt das Problem, dass ich ihn da oben nicht finde. Oder ich habe was übersehen. Ich müsste nämlich durch eine der beiden Tore durchkommen. Ah ne, halt, das ist die falsche Ebene. Das ist nämlich die normale Burgebene. Dort könnte ich vielleicht eher Redderick finden als den Priester. Der muss nämlich da oben irgendwo sein. Weil da geht es nur auf die Plattform, da ist nichts.
Und ich habe auch keinen Schlüssel oder sowas gekriegt, oder? Nein. Hier ist auch nirgendwo was. Hier habe ich alles abgeplündert. Abgeplündert hier. Geplündert eben. I'll see what I can find. Oder muss ich nach irgendwelchen Geheimtüren oder so suchen? Weil hier komme ich definitiv nicht rein. Dafür bräuchte ich 7 bis 8 Mechanik. Also getötet habe ich ihn schon mal nicht aus Versehen. Den Schädel habe ich geplündert. Und hier ist kein Ausgang oder irgendwas. Übrigens läuft das Essen langsam ab. Kann ich eigentlich Neues kochen? Und was kostet mich Essen überhaupt? Also Essen kostet mich schon mal kein Kupfer. Pastete. Oh, von den Hütchen könnte ich ein paar machen. Das war zu viel. So, für dich. Du gibst mal dein Schild ab, das brauchst du eh nicht. So. Also ja, nee, ich habe keine große Möglichkeit mehr, außer eine Etage tiefer. Na gut, ich hätte schon noch eine Möglichkeit, aber die ist auch ein bisschen gewagt. Höchstens, ich kann da vielleicht durch ein Fenster oder so einsteigen oder sowas. Gut, dann machen wir das wirklich. Gucken wir uns noch da um. Ich habe jetzt die Hohepriesterin und alles Mögliche erledigt da drin. What? So. Ah. Pause, du greifst den an, du greifst den an und du greifst den an. So. Wenn der Berat-Priester nämlich tot ist. Au. Ist schon mal einer ohnmächtig. Okay. Du wirkst mal Stopp. Du machst das. Ja. Nur, dass sich etwas zurückfallen. Sehr gut. Alle auf ein und denselben Paladin. Und du machst sogar einen Zauber auf den. Du kannst sogar eine Beutemarkierung machen. Und du machst den hier. Okay, eine Heilung auf ihn. Am besten noch eine kleine hinterher. Yes. Und du beballerst ihn einfach mit Geschossen. Du machst den hier. Hi. Und du weiter mit deinen Geschossen. So, wenn wir einen down kriegen, ist der andere eigentlich kein Problem mehr. Vor allem, wenn wir ihn mal umschmeißen können. Können wir leider nicht. Wenn wir ihn verwunden.
Ja, verwundender Schuss hat geklappt. Und dann fehlt nur noch der Bogenschütze. So. Alle weg. Alle weg und Geld eingesackt. Und hier ist auch nichts. Yay. Wir können noch in den Innenhof, das ist Selbstmord. Gut, ich denke mal, wir ruhen uns bei der einen Verrückten da unten mal aus. Da wir schon ziemlich angeschlagen sind und Zauber verpratzt haben und alles. Und da müssen wir uns wirklich in den anderen Etagen umsehen. So. Ich kann es eigentlich nicht glauben, dass ich hier jetzt gerade so mordend durch die Burg ziehe. Ich muss mir das unbedingt merken, dass ich das mit meinem Paladin dann anders mache. Aber wie gesagt, es ist ein Blind Let's Play, da kann man schon mal was in die Hose gehen lassen. So, du, wir wollen rasten. You know, there are accounts of watchers in all of the regions I've visited. If the adventuring life doesn't work out for you, you could always read souls for coin, give people advice, tell them which family they're related to and whom they should duel for past offenses. Weißt du, in allen Regionen, die ich besucht habe, gibt es Berichte über Wächter. Wenn das Abenteuerleben nichts für dich ist, könntest du immer noch Seelen gegen Bezahlung lesen. Du weißt schon, die Leute beraten ihnen, sagen, mit welchen Familien sie verwandt sind und mit wem sie sich für vergangene Beleidigungen duellieren sollten. Freut mich, dass du das so amüsant findest. Tut mir leid, anscheinend bin ich nicht so gut darin, die Stimmung zu heben. Kader zog zusammen. Das war unabsichtlich. Ah. Ja, nehmen wir ihm jetzt mal nicht so übel. Aber okay. Gut, da müssen wir eine Etage höher. So, ich speichere hier schon mal richtig. Spielstand speichern, Hagrim. So. Steady does it. Und dann versuchen wir noch einmal ein bisschen uns hier durchzuschleichen. Also da oben nicht unbedingt rein. Da war der Speisesaal, Zaubermacher. Redrick Wächter, okay. Oh. Hier unten scheint es wenigstens nur Redrick, hauptsächlich Redrick Wächter so zu sein. Die scheinen wenigstens schnell sterben zu wollen. Also hier unten scheint das leichtere Zeug zu sein. Trotzdem finde ich das so nicht gut. Deswegen werde ich jetzt erst einmal hier einen Cut machen oder den letzten Spielstand, den ich gerade gespeichert habe, neu laden. Und dann gucken wir uns hier unten in Ruhe langsam um. Okay. Also. Bis gleich.